Die MLB hat Starting Pitcher José Urena von den Miami Marlins für dessen Hit bei Pitch gegen Ronald Acuña Jr. von den Atlanta Braves für 6 Spiele gesperrt. Zudem muss der Rechtshänder eine nicht bekannte Geldstrafe entrichten. Urena hatte mit seinem ersten Pitch im Spiel am Mittwoch Acuña gegen den Ellenbogen geworfen, was zu 2 Rangeleien auf dem Platz geführt hatte. Die Liga wertete den Wurf Richtung Acuña als Absicht. Urenas Sperre wird am Freitag beginnen, es sei denn, er legt Berufung ein. Überdies wurde der First-Base-Coach der Braves Eric Young für ein Spiel gesperrt und bekommt ebenfalls eine Geldstrafe. Nach dem Hit bei Pitch waren Urena und Braves-Manager Brian Snitka des Feldes verwiesen worden. Snitka hatte sich gewaltig aufgeregt und Urena beschimpft. Miami Marlins Hit bei Pitch José Urenas schnellster Pitch der Pitch ein Fastball, flog laut Statcast mit 97,5 Meilen pro Stunde, es war somit der schnellste Pitch, den Urena jemals zum Start eines Spiels geworfen hatte. Acuña kehrte indes am Donnerstag ins Lineup zurück, nachdem eine Computertomographie keine Verletzung erkannte. Gegen die Colorado Rockies, 5:3 Rockies, war er 1-4 und blieb erstmals seit 5 Spielen in Serie ohne Home Run. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Werbung, Werbung.